Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in Hübsch. Und ich habe diesmal Fraps etwas angepasst. Das müsste jetzt auch etwas besser sein. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Wir versuchen doch alle bessere Magier zu werden, stimmt's? Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Oh gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste Jezargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Bitte haltet still und versucht euch nicht zu bewegen. So, und jetzt? Oh. Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich, grün aus. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Nein, natürlich nicht. Eigentlich nicht. Ihr werdet im Nu wieder wie neu sein. Dann können wir es noch einmal versuchen und ich bin sicher, diesmal wird es mir gelingen. Dann wird es blau. Das klingt unheilvoll. Bringt ihr euch noch mehr in Schwierigkeiten? Habt ihr Mirabelle gefragt? Sie hat hier schließlich alles im Blick. Ich gehe dann mal wieder. Nein, ich suche Toftier. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Nein. Das ist es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Ja, Toftier, ist alles okay. Das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Okay. Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Gut. Das Entscheidende bei Schutzzaubern ist, dass sie Zeit zum Aufladen brauchen. Nicht lange. Aber ihr könnt nicht anfangen, einen Zauber zu wirken, wenn ein Feuerball schon auf euch zukommt. Und wenn ein Schutzzauber nicht durch einen Gegenzauber außer Kraft gesetzt wird, lädt er sich nach kurzer Zeit wieder auf. Aber seid vorsichtig. Schutzzauber zu wirken erfordert permanente Aufmerksamkeit. Und ihr könnt dabei leicht eure gesamten Magika-Reserven verbrauchen. Okay. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ja, mal gucken, ob du noch was zu verkaufen hast. Genau, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber egal. Ja, ob ich was an dich verkaufen kann. Ja, cool. Stab der Flammen. Ich brauch die eigentlich alle nicht. Obwohl Feueranatoschen ist gar nicht mal so schlecht. Oder Astronaschen oder wie das heißt. Magiker Licht brauche ich nicht. Und das brauche ich auf jeden Fall nicht. So. Na? Kann ich dem noch irgendwas? Tochter der Nieben. Gehüllene Juwelen. Nee, das behalte ich. Den Stiefel kann ich weglegen und den goldenen. Oh. Wieso nicht? Was hat er denn noch für mich so dabei? Adaptenkapuze. Nö. Nö, nichts Besonderes. Gewöhnlicher, kleiner, mächtiger Seelenstein.
Einen kann ich mir leisten, ja, und dann... Ich gebe gerne etwas von dem weiter, was ich weiß. Kann er mich etwas trainieren? Das würde ich sagen, reicht fürs Erste. Super. Bis zum nächsten Mal. Ja. So, wie lange wirkt dieser scheiß Zauber noch auf mich? Magie. Objekte. 9 Minuten. Okay. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Ja, in der Zwischenzeit. Ah, wir können. Wir haben doch. Wir haben doch. Ich hoffe, das war der richtige. Sonst haben wir jetzt ein Problem. Aber ich meine, das wäre der richtige gewesen. Schwere Rüstung verstärken. Super, zweihändig verstärken. Das brauche ich gar nicht. Ah. Wir haben noch immer... Ja, wir haben noch immer das drauf. Super. Okay, dann gehen wir erstmal zu dem Typen nach unten. Komm. Ab unterhalb. Eine Müllgrube. Och, ja. Gehen wir einfach mal in die Müllgrube rein, ne? Und mal gucken, was hier so auf uns wartet. Feuerholz können wir aber nicht nehmen. Aber den Lederstreifen, den können wir gebrauchen. Ja. Knoblauch. Nehmen wir mal Knoblauch mit. Ah, hier wollten wir nicht hin. Halle der Bekräftigung. Also müssen wir hier tatsächlich weiter runter. Da hat mich jemand gesehen. Der kommt aber nicht weiter. Eisgeist. Gar nicht gut. Ja, Mann. Geht doch. Gib mir deine Eiszähne. Jetzt. Ach, hier ist einfach nur ein Bett. Gut. Bedeutet, wir können hier weitergehen. Wieso müssen auch selbst unter der Akademie überall Scheißtypen sein, die einen an die Gurgel wollen? Ein Totenschädel, ne? Er braucht schon einen Totenschädel, also wirklich. Ich könnte mir ja ein Haus kaufen und das dann da drinnen ausstellen, aber... Was sollte das? Feuersalze. Rubin. Feuersalze.
Kupferstock leer. Kann ich da was hineinsetzen? Fehlt der notwendige Gegenstand. Versuchen wir erstmal damit. Können nicht aus dem... Okay. Da haben wir wohl noch nicht das richtige Objekt. Na? Ist jemand? Eiskappe. Salz. Rote Begräbnisblume. Ja, kann man so alles mal mitnehmen. Ja, gibt's nichts Spannendes. Nur so mal gucken. Da oben ist vielleicht ein kleiner Seelenstein drin. Nein. Aua! Hallo? Wieso versteckst du dich auch? Knochenmehl. Leute, hier geht's weiter. Und hier. Untere Müllgrube. Super. Sind wir doch gut durchgekommen. Wieso nicht? Boah, wie lange liegt noch der Zeiger auf uns? Zauber. Okay. Hier ist scheinbar niemand. Und dann können wir weiterlaufen. Boah, jetzt habe ich mich vor diesen Teilen erschreckt. Nicht gut. Salz nehmen. Lesen. Geil, Alchemie verbessert. Wieso nicht? Oh. Ein bisschen Knochenmehl. Schön. Gut, hier sollten wir wahrscheinlich nicht entlanglaufen. Was wir jetzt aber trotzdem gemacht haben. Und was wohl nicht sehr klug war. Gut, wir laufen einfach zurück und weiter da, wo wir hin sollten. Und zwar hier rein. Aber ich denke immer, da sind kleine Seelensteine drin. Nichts. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen.
Schlüssel erforderlich. Ihr hört noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Das ist jetzt natürlich ziemlich. Ah! Der Augur von Dolin. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Ja, das eure ist Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten, haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Genau, was suche ich? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wow. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten. Wie es bei so vielen der Fall war. Okay, welcher Talmor? Der, der auf den Namen Ancano hört. Er suchte Informationen über das Auge, doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen, doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay. Gut. Ich habe irgendwie... Probleme mit meinem Headset. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt natürlich super, aber egal. Wir müssen einfach zurückgehen. Gut, das kriegen wir hin. Vorher holen wir jetzt noch eine Truhe. 45 Gold, ein Amulett. Perfekt. Ja, jetzt müssen wir nur hier unten wieder durchlaufen. Ja. Oh mein Gott. Hallo? Böse Spinne. Böse Spinne! Super, wie kommt man jetzt wieder hier raus? Spinnenbeutel, Skiverschwanz. Da oben. Wie kommen wir wieder da hoch? So. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ah. So kommt man natürlich auch raus. Das war aber nicht die Intention meines Vorhabens. Ja, zumindest bin ich draußen. Jetzt kann ich eine Schnellreise nach Winterfeste machen. Sinnvoll. Hey, und mein Zauber ist abgeklungen. Das bedeutet, ich kann jetzt nochmal in die Halle der Leistung gehen. Die müsste da sein. Und mich erneut verzaubern lassen. Einmal so.
Die müsste hier sein. Ah, da. Die Halle der Leiste. Genau. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn... Genau wie ich es gesagt habe. Also, seid ihr bereit, es noch einmal zu versuchen? Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal funktionieren wird. Es wird sich lohnen. Gut, jetzt nur nicht bewegen. Oh meine Güte, das ist nicht richtig. Wartet nur, wartet. Das kriege ich wieder hin. Oh nein, das war ganz falsch. Lasst es mich noch einmal versuchen. Das läuft wirklich nicht so, wie ich gehofft hatte. Dieses Mal bekomme ich es hin, das schwöre ich. So, schon wieder besser. Nun, am Ende ist ja alles gut ausgegangen, nicht wahr? Es war mir ein Vergnügen. Nein, das war es nicht. Wir wollen doch ehrlich sein. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich für die fortgeschrittene Magie bereit bin, an der ich mich versucht habe. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wo ich anfangen muss. Vielen Dank. Ihr seid mir eine große Hilfe gewesen. Habt ihr das nicht gewusst? Nein. Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Okay. Gut. Ich gehe dann mal wieder. Ja, das bedeutet, wir würden sagen, wir machen hier Pause. Und ich würde sagen, wir machen das auch. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.